Ja, servus Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, das ist ein kurzes Infovideo und ja, ich bin nicht alleine. Ich habe als Begleitung habe ich den Marvin dabei. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal vom Lone. Und ja, im Hintergrund seht ihr gerade einen Nuclear on Express Modus Multiteam-Stellung, glaube ich. Es war eigentlich, wollte ich auf Double Cam gehen. Ja, auf Double Cam, sag ich auf Double Nuclear, aber ich habe irgendwie vergessen, dass die Zeit so hässlich vorbei ist. Deswegen sterbe ich schon auf der 33er Street, beziehungsweise lass mich töten. Gut, das war's zum Gameplay und ja, wir sind aber nicht nur zu zweit, sondern der DigTrailP, aka Luca, aka Mystic Fire ist auch dabei. Ja, stell dich mal vor, Digga. Hallo, meine lieben Freunde, hier ist der DigTrailP. Ja, das ist eigentlich meine Grüße, meine normale Grüße, aber ich kann das jetzt auf meinen Kanal. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, und zwar ist dieses Video dafür gedacht, um so gesagt mich vorzustellen, denn ich werde jetzt auch mit YouTube anfangen, genau wie der Marvin und der DigTrailP. Und ja, das ist so gesagt ein kurzes Vorstellungsvideo. Ja, und zwar, was ich auf meinem Kanal bringen möchte, sage ich jetzt mal, ist Let's Plays, also von Spielen halt. Ihr wisst, was ich meine. Lone und DigTrailP auf jeden Fall zusammen vorhaben, bis auf jeden Fall Warframe, das wollten wir eigentlich schon die ganze Zeit machen. Wann es dann dazu kommt, das weiß ich jetzt halt noch nicht. Aber das, also ich weiß, wer Warframe kennt, ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel, vor allem weil es nicht so mehr im direkten Multiplayer-Modus ist. Es ist mehr so ein Cooperative-Modus oder wie der Scheiß auch heißt, keine Ahnung. Deswegen ist das Spiel eigentlich ziemlich cool, das auch zu Let's Playen und sowas. Vor allem ist es ein schönes, langes Spiel und man kann es auch immer schön zusammen zocken und sowas. Macht richtig Bock. Da freue ich mich auch extremst drauf. Was ich und Marvin vielleicht auch noch machen ist, ich weiß, vielleicht bringen wir ab und zu mal halt, wenn er mal Lust hat, Crossfire, für die Leute, die es nicht kennen, ist es halt so ein, sag ich mal, Counter-Strike für Arme, aber das haben ich schon gar nichts gesagt, das waren halt so die Sachen, womit wir angefangen haben, sag ich mal, Ego-Shooter zu spielen, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt genau war, aber das war halt mein Ersatz für damals, weil ich halt damals noch keine PS3 hatte, Janik hatte das, die PS3 ein Jahr früher als ich, und ja. Genau. Ja, vielleicht werde ich auch ab und zu mal auf Marvins Kanal erscheinen und werde mit ihm halt COD spielen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch auf meinem Kanal hochladen. Ja, warten wir es ab. Ja, aber mir auch. Ja, der Luca ist auch dabei. Ich mache ja auch noch COD. Noch kurz hier, Dingens. Wir sind ja, also ich und Luca sind ja in dem X-Mystic-Clan und so. Da werden auch demnächst, also von mir, Luca und noch zwei anderen Männern aus dem Clan, ich denke mal, Scuff und Cynix, weiß nicht, ob die noch genau mitmachen, die in Ghosts auch mal ein bisschen so in das Competitive-Bereich gehen und sowas. Nur kurz hier nochmal als gesagt und so ein bisschen rumpushen. Ah, kein Problem. Ja, vielleicht werde ich auch mal mit, wenn der Luca Lust hat, werden wir auch vielleicht mal League of Legends spielen. Vielleicht können wir dabei immer dabei eigentlich, hauptsächlich, wenn die Zeit auf. Können wir alles machen. Ja, können wir machen. ja, was ich so alleine so für mich jetzt so in Aussicht habe, ist Bioshock 1, 2 und Infinity. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Ich glaube, es heißt Infinity, ich bin aber nicht sicher, ich habe keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Warte, ich guck mal. Ist auch nicht so wichtig eigentlich, die denken Leute, Infinity war das. Und das Spiel, was noch kommen wird, was ich ist. Das, boah, ich kann es nicht aussprechen, aber hätte mal. Ja, genau. Ich kann den Namen nicht aussprechen, mir das hier zum Blöd. Dann wird. Du kannst dir direkt einen guten Spitznamen ausnehmen. Super. Scheiße, Alter. Und ich werde auch noch Dark Souls bringen. Das Spiel ist so geil. Weiß ja Alter, mal, ich krieg doch von Aggression, Alter. Ist halt nicht für alle, Alter, aber es ist einfach ein Spiel, was richtig Bock macht. Ich finde auch dieses generell dieses Online-Spielbare ist halt irgendwie geil, weil man halt nicht mit Waffen auf sich schießt, sondern man im 1 gegen 1 miteinander kämpft. Eventuell kommt noch ein Dritter dazu, je nachdem, wo man sich in den Levels aufhält und so. Das ist eigentlich ziemlich geil, diese Kämpfe und alles, dieses PvP. Ja, ich will. Und dann diese ganzen Invades und so. Boah, Junge. Die fangen echt schon ab, aber manchmal hast du auch Glück. Ja. Und wie gesagt, die Story ist halt einfach super, das ist einfach genial. Ja, und dann werde ich mit einem Freund werde ich dann auch noch ein paar Horrorspiele bringen. Und zwar sowas wie Cry of Fear oder ein Survival Gate Infestation. Und mit dem Freund habe ich dann auch noch Far Cry 3 in Aussicht.
Du machst ja vielleicht auch mit, hast du ja gesagt, irgendwie, ne? Ja, stimmt. Wenn du halt Lust hast, kannst du. Ja, also ich hab jetzt nicht mehr vergessen, jetzt, weil ich, du kennst mich ja. Ich hab's mir ja vergessen, mich zu downloaden. Du bist ziemlich vergesslich. Aber ich kann es mir trotzdem noch kaufen, dann zahle ich 3 Euro mehr. Ich habe eine Seite gefunden, wo ich auch meine PC spiele. Kostet dann 8 Euro und das, diese 3 Euro machen es auch nicht aus. Das ist doch okay. Dann und dann kann ich auch mitmachen. Aber hast ja, du Luca, wir wissen, dass du Geld hast, mein Schwanz. Und hast du eigentlich schon gefragt, ob das Spiel überhaupt okay ist? Das, da hat er nicht zu entscheiden. Wenn er Probleme hat, soll er alleine spielen, nicht? Nein, der wird schon kein Problem damit haben. Okay. Ja, was können wir noch so sagen? Ich weiß nicht, also du willst auf jeden Fall Let's Plays machen. Hast du sonst noch irgendwas? Wirst du vielleicht auch mal jetzt, wie ich jetzt zum Beispiel, auch kommentieren? Weil Luca macht das ja auch oft auf seinem Kanal, obwohl es ja eigentlich ein Let's Play-Channel ist. Das ist kein Let's Play-Channel. Eigentlich, okay. Nein, das eigentlich... LP hat ja drin da stehen, aber es hat gar kein LP. Nein, das LP steht für Luis und Leo. Weil, ist Luis, so. LL, nicht LP, ne? Aber hier, eigentlich... Halt, warte, L. Luis und Leo, Let's Play. Kann doch vielleicht. Aber hier, es haben eigentlich das LP nur dran gehalten, weil Dicktube hört sich irgendwie so langweilig an. Das habe ich einfach noch ein LP dran gesetzt, dann hört das schon viel besser. Was ich irgendwie krass finde, wir haben solche Namen, die man auch so direkt findet, die es nicht jetzt so oft gibt. Wenn ich jetzt, sage ich mal, meinen Namen bei YouTube eingebe, Marvus, dann finde ich auch direkt meine Videos. Und wenn ich jetzt Lone eingeben würde, würde ich wahrscheinlich auch direkt seine Videos, beziehungsweise seinen Kanal finden. Ich gucke das jetzt einfach mal, ich teste das jetzt mal, da bin ich jetzt mal neugierig. Wenn du Lone eingibst, findest du das Let's Play von mir und Luca Beyond the Souls. Ja, weil er noch keine Videos hochgeladen hat. Wenn ich jetzt einfach nur L-O-W-W-N eingebe. Beyond the Souls. Lone. Let's Play Beyond Two Souls. Ja. Und ganz und nach dem Let's Play und hier BO2 live mit Leo und Lone. Marvus von meinem Kanal. Noch 2-3 runter. Lone, wir finden deinen Kanal. Und dann noch weiter runter. Ghost. Lone vs. Marvus. 1-1. Lone rasiert mich. Ja, ist ja auch so. Und dann kommt einfach mein Channel. Und dann weiter. Let's Play Beyond Two Souls. Mit irgendwas anderem dann. Aber auf jeden Fall findet man dich auf jeden Fall. Ja, also, ich sag mal so. Ich sag mal so, wenn ich jetzt mehr Videos hochbringe, wenn man dann Lohn eingibt, dann findet man mich direkt. Ja, weil dein liegt einfach auf, du hast noch gar keinen Kanal, kann das sein? Nein, das ist ja... Ja, weil wenn man keine Videos auf seinem Kanal hat, kann man den Kanal auch nicht finden. Doch, natürlich, ich habe ihn noch gerade gefunden. Wird er auch Lohn wirklich angezeigt? Natürlich. Als Kanal? Naja, da steht Lohn, ja, dann ist der Kanal da. Stimmt ja. Was man dazu noch sagen musste, auf meinem Kanal waren ja schon mal Videos. Ach stimmt, weil Yannick's Kanal war ja der alte DWR. Ja, okay, schon gut. Stimmt, ja, das hat er ja wohl nicht übernommen. Ja. Deshalb auch schon die Abonnenten, Jungs, also alles, was über 20 ist, ist... Den hab ich auch noch abonniert. Ja, ich sowieso. Alles, was über 20 ist, ist neu. Also, der Rest sind halt Marvin oder Luca und ja. Oder aus dem alten Abonnenten noch. Ja, genau, oder halt die alten Abonnenten. Die haben fast noch nicht die abonniert haben oder sowas. Waren wir auch alle zu faul. Ja, ist wirklich so. Also, ich bin auch zu faul, über die alten Leute, die ich nicht mal angucke, zu deabonnieren. Dann hat er gesagt, kriegen die ein Abo, dann sind sie glücklich dann. Läuft bei dir, du Penner, ey. Oh, Jungs. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Warte, wo sehe ich das denn? Ich hab keine Ahnung. Ich kann aber gar nicht gehört, ich kann nicht gucken. Egal. Wirst du ja sonst sehen, wenn das zu lange wird, kannst du ja noch irgendwas hinpacken. Ja, es geht schon. Du hast noch was zu sagen? Was gibt es zu sagen? Ja, genau, falls ihr mal irgendwie den Wunsch hättet auf ein Let's Play, was irgendwie ein anderer YouTuber noch nicht gebracht hat oder nur auf Englisch gibt, dann könnt ihr das so gesagt ja mir ja mal vorschlagen, dass ich das dann Let's Player so gesagt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich glaube, es gibt fast jedes Spiel schon, glaube ich, irgendwie von irgendwelchen Sprachen. Stimmt. Ja, aber ich meine zum Beispiel... Ja, es kommen ja auch immer mal neue raus, die jetzt zum Beispiel niemand kennt, sage ich mal, gerade solche Indie-Games oder sowas. Wer weiß, ich meine, das ist alles... Es gibt auch Spiele, die eigentlich noch einfach gar keiner weiß, dass die überhaupt existieren schon. Richtig. Ja. Es gibt schon irgendwelche Leute, die das schon gemacht haben, aber nicht jetzt vielleicht in der deutschen Community. Ja, das stimmt. Ja, und falls ihr so jemand Zeit für ein Spiel habt, dann könnt ihr mir einfach mal Bescheid sagen. Dann nehme ich den Wunsch zu Herzen und werde das dann vielleicht als Pain. Läuft. Ne? Spaß. ja, wollt ihr noch irgendwas sagen? Also ich wäre soweit. Im Prinzip, ich habe nichts mehr zu sagen, außer der Lone ist der
krankeste Typ, den es gibt, der super witziger Kerl, und wer sich den nicht gibt, der hat, keine Ahnung, irgendwas fehlt dann bei dem im Kopf, keine Ahnung. Ist ja, sag mir ehrlich, ist der Marvus nicht süß? Ist ja nicht süß. Oh, Yannick, ich muss dir gleich übrigens noch eine Story erzählen, mein Freund, das habe ich voll vergessen, dir zu erzählen, Junge. Okay, Bruder, hau aber nachher raus. Ja, klar. Luca, willst du noch irgendwas sagen? Ja, das war's. Na, okay. Läuft dann doch. Verabschiede ich mich von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. So, ich möchte auch noch kurz was sagen. Also, wie gesagt, das Kanal, das Video wird natürlich auch auf meinem Channel und auf, ich glaub, Luca, auf deinem Channel auch. Was, das Video? Ja. Keine Ahnung. Auf meinem wird es auf jeden Fall hochkommen, weil ich möchte auf jeden Fall, dass der Lone da ein bisschen gepusht wird. Ich sorge dafür, dass der auch, weil er ist wirklich ein super korrekter Typ und er kann Let's Play, er kann auch kommentieren, nur er glaubt das halt mir einfach nicht. Und ich will einfach, dass der Junge ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Er hat es einfach verdient. Deswegen werde ich das auch auf meinem Kanal hochladen. Und es ist ja auch sowieso mein Gameplay im Hintergrund. Ich habe auch ein bisschen mit meinen Videos, mit diesen Sachen von Mystiklang gepusht und sowas. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich gebe Luca das letzte Wort. Okay, ja, also es hat mich auch sehr gefreut, hier dabei zu sein. Ich kann es auch gerne auf meinen Kanal hochladen, um dem Yannick auch einen kleinen Push noch zu geben. Und dass er auch seine ersten 2 Abonnenten schon mal für den Anfang dabei bekommt. Und ja, ich denke schon. Also hat er zumindest auf jeden Fall verdient. Ich kenne ja auch jetzt schon ein bisschen länger. Nicht so lange wie der Marvin, die kennen ja schon ein bisschen länger als ich. Ein bisschen ist gut, Alter. 14 aber, Jahre mittlerweile, Bruder. Aber Yannick, ich kenne es ja auch schon ein paar Jährchen. Und ja. Also wahrscheinlich kommt es dann auch auf meinen Kanal. Ich weiß nicht, ob es genau kommt wie mit Yannick, aber vielleicht auf jeden Fall kommt es, glaube ich, ja. Ja, gut. Okay. Also, danke erstmal dafür, falls das dann wirklich geschehen sollte. Und ja, ciao, Leute. Haut rein. Ciao.